Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ich glaube, wir spielen hier Connor und hier sind keine Androiden erlaubt in dieser Bar. Wir gehen trotzdem rein, weil wir es können. Wir sind RK-800. Doch Connor, finde Lieutenant Anderson. Scanne die Gesichter. Okay. Hier habe ich ein Gesicht. Hallo. Negativ. Jimmy Patterson. Keine Vorstrafen. Sonst sehe ich. Oh, hier sehe ich ein Gesicht. Graham Jonah. Edward Dempsey. Keine Vorstrafen. Derek Myers, Sicherheitsbeamter, keine Vorstrafen. Scheiße, ich dachte Android. Ja, Android dürfen hier nicht drin sein, ist schon gut. Hier haben wir ihn ja. Nicht rein. Aber den will ich auch noch scannen. Christopher Gray, Vorstrafen Alkohol und Drogen am Steuer. Ei. Du hast der Mann leben. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Warum musste sie schreien? Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Nein, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Sonst muss ich Gewalt anwenden. Ich als Computer. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Damit ich doppelt so viel zahlen darf, hä? Was ist das, Wasser? Ah, ne. Oder? Sagtest du Tötungsdelikt? Oh, die hinten habe ich nicht gescannt. Oh, Kacke. Oh, oh. Ist das Caras Haus? Jawoll, die Musik. Was hätte die eine Frau überfahren? Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß, ganz wie ich will. Gegensätzliche Befehle Priorität setzen. Folge Lieutenant Anderson. Okay. Just Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich soll ihm einfach folgen. Ich bestätige hier gar nichts. Sie was wissen? Typisch DPD. Sie sagen einem gar nichts. Ja, ich würde ihn gerne folgen. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Haha! Welchen Teil vom Leib im Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Oh, ich mag dich. Ich mag die Stimme von Hank. Sein Mieter war mit den Zahlungen. Dachte, er sieht mal nach, was los ist.
Und da fand er die Leiche. Okay. Oh, Himmel, dieser Gestank war noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer ist Carlos Ortiz. Oh, Entschuldigung. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seine Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was will... Keine Fingerabdrücke, Androiden beteiligt. Wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier. Getrocknetes Blut. Gewesen. Dies Carlos. Ich brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu haben. Was war das hier? Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Eden Club, komm, wisse das. Ich mache eigentlich immer das, was ich nicht machen sollte. So, ich fasse nichts an, ich greife nichts an, tralala, ja, ja, ja. Ich bin ja. Okay, warte mal, die Leiche sollten wir uns angucken. Oh, hier haben wir dieses Red Eyes wieder. Das Opfer nahm Drogen. Moment. Hier noch etwas? Nein. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Irgendwas, okay, irgendwelche Buchstaben. Chris, ist das... Moment. Gehen wir noch das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Oh ja, genau, wir lesen hier Gossips, wirklich. Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nicht über... Was heißt das? Sorry, Ladies, hallo? Wenn, dann haben die Frauen Sex mit den Androiden. Das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 82% der Männer gaben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Es wurden diverse Gründe angegeben, die wir aber wir glauben, den wahren Grund zu kennen. Androiden wollen hinterher nicht über ihre Gefühle reden. Dieser Bericht wurde vom Eden Club gesponsert. Diskretion ist unser zweiter Name. Was soll denn das? Und Frauen kriegen keine Sex-Androiden. Das ist total gemein. Spioniert ihr Android sie aus? CyberLife könnte mit Hilfe seiner Androiden private Informationen sammeln. Ach, okay, das ist das, was heutzutage bei uns eh alles passiert, dass wir ausgespioniert werden. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. So, und... Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Wird erledigt, Lieutenant. So, Moment. Der Stuhl hier. Kannst du da mal weggehen, bitte? Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Ja, das war... Fingerabdrücke, Übereinstimmung, Datenbank. Ortiz Carlos, Zeichen eines Kampfes. Gut, dasselbe haben die ja auch schon rausgefunden. Hier war noch irgendwas, hier kann ich es auch... Okay, hier kann ich die Tür öffnen. Nehmen wir mal kurz, Moment, ist hier noch etwas? Ich muss das Opfer noch untersuchen. Was ist das denn? Zwanghaftes Schreiben. Religiöse Opfergabe. Was? Ja,
Okay, wir müssen das Opfer noch untersuchen. Wir müssen noch hinausgehen. Habe ich hier noch was übersehen? Nein, Blut ist hier noch. Moment. Geh mal zu dem Opfer. I am alive. Ich bin am Leben. Messerstiche von mehr als 19 Tagen verstorben. Ach du Scheiße. Red Eyes Rückstände. Auritz Carlos verstorben. Okay, der letzte fehlt mir noch. Hier. Ja. Fingerabdrücke. Diebstahl und schwere Körperverletzung. Okay. Verstürzte hier. Opfer wurde erstochen. Sie kamen aus der Küche. Okay. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. So, wir müssen jetzt hier raus. Verzeihung. Weil hier, glaube ich, finde ich noch zwei Hinweise. Schuhabdruck. Modell Kaffen 2P. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein. Auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Verdächtige ist nicht auf diesem Weg entkommen. Fehlt noch einer. Einer fehlt mir. Moment. Wo bleibt der Rechtsoffizier? Er soll von der Hälfte schon regieren. Den habe ich vergessen. Beule, heftiger Aufbau. Spuren von Tyrium. Hier? Nein. Hier. Fingerabdrücke. Übereinstimmung mit Datenbank. Damit hat er sich gewehrt, nehme ich an. Abweichler namen Messer. Warte mal. Abweichler wurde, er wurde angegriffen. Moment. Okay. Also sie waren in der Küche. Er hat ihn angegriffen. Und hat dann das Messer genommen. Ach je. Er ist unterwegs. Er kommt bestimmt gleich. Wo ist er denn? Lieutenant! Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann... in der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen.
Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Der hat nicht umsonst 28 Schüsse. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Klar. Okay, ich muss Tyrium suchen. Suche nach blauem Blut. Also er ist nicht rausgegangen. Weg! Weg! Weg da! So. Hier habe ich blaues Blut. Moment. Aber der Schrein im Badezimmer. Hier. Die Leiter wurde benutzt. Dachboden. Finde etwas zum Klettern. Nein, nicht aufmachen! Finde etwas zum Klettern. Er war auch hier! Er war hier! Warum war der auch hier drin? Ich brauche was zum Klettern. Eine Leiter oder so. Das ist das Magazin. Moment, den Stuhl. Was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh. Dann überprüf mal schön. Oh oh. Hat er sich erhängt? Suche nach dem Abweichler. Hallo? War doch nur eine Puppe. Hier sind Handabdrücke, Blut. Er ist hier vorbei. Bis da nach hinten. Ein Puppenarm. Toll. Geil. Man bewegt sich da. Hi! Ich hab mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Donner, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant!
Ach du Scheiße! Chris! Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier rein! Du hast auf ihn eingestochen. 28 Mal! Das ist keine Notwehr mehr! Abweichler gefunden. Huiuiui. So. Alright, well, gucken wir mal. So, da genau, kann er noch einen Drink holen. Dusche überprüfen. Irgendwas hätten wir bei der Dusche noch. Nein, irgendwas anderes hätte ich noch machen können. Statue nehmen. Was war das für eine Statue? Was war das für eine Statue? Ganz ehrlich. Connor weiß, was passiert ist. Lieutenant Anderson berichten. Rekonstruieren. Blau und Blut folgen. Abweichler gefunden. Okay, da gäbe es eh nichts anderes, ne? 21.14 Uhr. Diese Atemgeräusche sind heftig. Todd? Kara? Ich habe noch den Schlüssel. Ich hoffe, ich kann den noch benutzen. Essen ist fertig. Ja, ich komme. Das Essen. Spaghetti! Oh, ich liebe Spaghetti. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Mahlzeit! Schalte das Licht an. Bediene Alice. Hör auf rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös! Entschuldigung! Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfacher? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Oh, die ist abgehauen. Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein! Es ist alles deine Schuld! Und ihr Kind lasst sie echt bei so einem Wichser? Komm wieder her! Komm sofort hierher! Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Bewege dich nicht. Und wenn ich mich doch bewege? Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Könnte Familie haben. Aber nein! Ich will mich aber bewegen! Mir war egal, wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für sie! Deshalb nehmen wir jetzt Drogen. Das ist ganz toll. Total gescheit. Du bist wirklich ein Hammer, Todd. Die kleine Mistkälte! Es ist alles ihre Schuld. Sag mal, spinnst du, wie kannst du deinem eigenen Kind die ich Schuld geben? Respekt beibringen. Nur damit du nicht der Schuldige bist. Darf ich mich jetzt bitte bewegen? Oh mein Gott, ich will mich bewegen. Ich hasse es. Ich will nicht dastehen. Nein, nein, ja, nein, tun, nein, den Gürtel packst du dir ganz schnell wieder auf deinen scheiß Arsch. Hier muss eine Lektion erteilt werden. Oh nein. Eine verdammte Lektion. Ich will mich bewegen, bitte. Ach du Scheiße. Nein, 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 ich will nicht. Okay, warte. Eins, zwei.
Ich kann mich nicht bewegen! Ich darf mich nicht bewegen! Oh mein Gott! Alice! Geh dich nicht mit da. Beschütze Alice. Los, 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 los. Lauf. Kara. Ich hätte das vielleicht vorher so auch machen sollen. Los. Falsches Zimmer. Tu mir nicht weh! Bitte tu mir nicht weh! Zwing mich nicht in! Nein! Bist du nein! Besten, bitte Alice, auf, zu Betty. Deinen Besten! Das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Was zur Hölle soll das? Los, verbiss dich und zwar sofort! Verstanden? Nein! Lassen Sie Alice sofort in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Das kann gar nicht sein. Du bist ein verdammter Klumpen Plastik. Ich glaube, du hast ein Problem. Ich glaube, du hast ein Problem. Das sollten wir beheben. Vorsicht, Kara! Ja. Komm her, Miststück. Du kannst mich. Komm schon. Du gehörst mir. Du tust, was ich sage. Das tue ich nicht. Nimm ihm die Gürtel weg. Nimm ihn weg. Wir gehen. Stürmische Nacht, ja. Trophäe, wir sind frei. Oh Gott, ich habe urwenig gemacht. Aber ich war in Panik. Nur 27% abgeschlossen. Essen ist fertig, Todos alles bedienen. Todd wird wütend, Programm knacken. Anscheinend steht irgendwas, hätten wir da noch was anderes machen können. Kara wird zum Abweichler. Nach oben gehen. Todd geht nach oben. Ja, ich habe das zu spät überrissen. Oh. Ich hätte schon viel früher was machen können. Ich habe nicht gewusst, dass ich... Ich habe mir gedacht, ich kann mich so bewegen. Alice Nachtut erreichen. Alice verteidigen. Todd betäuben. Zimmer verlassen. Todd verfolgt Kara. An der Vordertür probieren. Öffnen. Bus erwischen. Kara und Alice haben Todd bekämpft. Und da wäre ich wahrscheinlich nicht entkommen.
So, bevor wir hier mit Markus weitermachen, meinem absoluten Liebling hier, habe ich schon beschlossen, werde ich hier eine kurze Pause einsetzen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Es nimmt seinen Lauf, das Schicksal, das Spiel und die Probleme. Und ja, wie es weitergeht, erfährt ihr dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.